Hallo, willkommen bei Stadt und Sparen, Spartipps von Ingrid Clementa. Heute der Spartipps: Altpapier, alte Briefumschläge, alte Kassenbons, alte Briefrückseiten als Notizzettel nutzen statt teurer Zettelblocks. Das ist mein Spartipp zu Stadt und Sparen. Ich erläutere das mal näher. Hallo, liebe Leute. Zum Video Stadt und Sparen. Das Video wollte ich eigentlich schon vor ein, zwei Jahren drehen, als Spartipp. Und zwar, wenn man irgendwie im Büro ist oder zu Hause ist und will was schreiben, ruft einer an, man schreibt eine Telefonnummer auf. Da hatte ich sonst auch früher so Notizblocks, Klotz heißt das hier, die kosten von 2 Euro bis 8 Euro, ist alles drin. Und die brauche ich nicht mehr, weil warum ich die jetzt sehe? Ich war jetzt letzte Woche auf dem Amt in Oelde, brauchte eine Telefonnummer. Da hatte mir der Herr vom Wohnungsamt seine Telefonnummer aufgeschrieben. Und auf Rückseite ist irgendwie Staatsanwaltschaft, Anfangsverdacht, irgendwie haben die aus Urteilen und sonst alten alte Korrespondenz beim Amt haben die geschnibbelt. Da gibt es auch, habe ich auch, da habe ich einen Garten, da diese Schneiddinger da, kann man mit schneiden oder mit der Schere. Diese Schneidblocks gibt es ein, zwei Mal Jahre liegen. Ich habe auch sowas, habe ich gerade nicht da. Haben die sowas geschnitten und dann braucht man keinen Zettel kaufen, weil die kosten so im Durchschnitt so 3, 4 Euro. Da sind zwar 700 Blatt drin und die sind umsonst. Und weil ich nicht selber so stempel, ich benutze, wenn ich ein Auftrag kommt am Telefon, nehme ich schnell hier einen Stapel mit Briefumschlägen, die ich gekriegt habe hier, und schreibe da meine Aufträge drauf. Für Malarbeiten, Fliesenlegen mit Adresse, so, das reicht genau für einen Auftrag. Und dann habe ich das aktuell und das passt genau. Und sonst brauche ich keinen Zettel suchen. Und sonst kann man auch, kriege ich auch viele Briefe hier von der Volksbank. Die Rückseite kann man nutzen. Oder man kann die auch kleinschnibbeln und dann als Zettel benutzen. Hier ist aber, was ich kriege, mit oben Gutschein. Die Rückseite kann man auch benutzen. Hier habe ich was ausgedruckt. Für, was war das hier? Eine Klageschrift, weil einer nicht zahlt. Habe ich doppelt ausgedruckt. Das kann man auch noch benutzen. Kann man noch ausdrucken oder sonst was benutzen. Hier habe ich was von Inkasso, weil da einer was über meinen Namen bestellt hat. Und dann die Rückseite kann man auch benutzen. Solche Seiten oder was ich auch habe hier. Ich habe hier einen ganzen Stapel, so ein Glas mit Zettel und so kleine Zettel, die ich kriege. Und ich habe auch die Kassenbons. Sind auch gut, da kann man auch, die sind auch schön, so ein Zettel kann man aufschreiben. Und ich nehme meine Kassenbons immer mit und dann kommen die ins Glas, das ist schon ein bisschen überfüllt. Und dann kann man sich so ein Gefäßchen tun und da rein tun und dann braucht man nicht extra Schnibbel. Man nutzt den Kassenbon und kann noch sparen. Und ist ja schon gut, dass die Stadt oder eine Schule, habe ich das auch schon gesehen, die schneiden. Alte Korrespondenz schneiden die und dann benutzen die als Zettel. Aber ich wusste nicht, dass die auch sowas den Kunden auf dem Amt rausgeben und dann auf der Rückseite ist was zu lesen, irgendwas mit Staatsanwaltschaft. Das ist von Saarbrücken damals nicht, vom Gericht da. Aber auf jeden Fall kann man es intern nutzen. Und das ist mein Sparte, da braucht man sowas nicht mehr kaufen. Das ist jetzt schon 50 Jahre bei mir, habe ich mal irgendwie gekauft, günstig. Schon 50 Jahre oder 8 Jahre nicht gebraucht, weil ich hier meine Zettel habe und meine Zettel. Und so ist es am Amt auch. Und so könnt ihr auch auf jedem Amt und zu Hause, da braucht ihr keine Zettel machen. Macht euch hier so ein Glas hin, da kommen die kleinen Zettel rein. Oder ich habe hier so ein Ding mit den Briefumschlägen. Und die Briefumschläge, wenn voll sind, kann man auch von innen benutzen, wenn man wirklich viel schreibt. Wenn man zum Beispiel Vokabeln lernt, ich habe immer geschrieben und geschrieben, da kann man hier alles vollschreiben und alle Seiten da und so kann man ungeheuer viele
Altpapier sparen und Papier sparen und recyceln. So, das war der Spartipp. Das ist jetzt noch zu lang. Aber werdet ihr wohl verstanden haben. Aber ich bin ja schon gut, finde ich ja schon gut, dass die hier bei der Stadt Oelde schon sowas machen haben. Okay, mehr Spartipps auf meiner Seite ludger-winter.de oder auf Facebook meine Seite Ludger Winter Stadt und Sparen. Okay, ciao, ciao. Mit abonnieren. Und kauft keine Zettel mehr. Ihr habt genug Zettel im Haushalt, bei jedem Brief und so weiter. Denn ihr kriegt da Werbebriefe und alles Mögliche, das reicht. Und die Kassenbons, das reicht für den privaten Haushalt vollkommen, bei mir im Büro auch. Okay, ciao, ciao, mit abonnieren.